Ich würde gerne in dir vorbeirennen, aber ich mache das. Aha. Komm hierher zurück. Ich renne mal kurz vorbei, ne? Hallo. Hat er mich gesehen? Beziehungsweise, wie hat er mich nicht gesehen? Ah. Du da. Ich bringe Kunde von Kamal. Er will dich treffen. Kamal suchen. Wohin bist du gegangen? Ah, hi. Ich hab leider vergessen, wo ich ihn gesehen habe. Oh. Du wirst ihn selbst finden müssen. Trottel. Ich bin ein Opfer der Ungerechtigkeit, genau so. Wie du. Gemeine Polizistin. Bitte. Ich muss ihn selbst suchen. Kann mal suchen. Ich hätte nur ein bisschen verfolgt hier, das passt schon. Alles gut, alles gut. Ist das jetzt ein Kino oder ein Schauspielhaus, ne? Glaube ich. Sollte. Verdammt. Aber wie schnell man die abhängen kann, ist unglaublich. Bitte, nicht weh tun. Ich tu nicht weh. Okay, schon mal nicht. Aber warte mal. Oh, hi. Hi. Hallo. Wo bist du? Hier. Wo bist du? Hier. Komm mit erhobenen Händen raus. Nee, nee. Wenn sie es vermeiden lässt, nicht. Ist jetzt hier oben, oder was? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Das wäre albern gewesen. Ey, diese Performance des Spiels ist gerade mal ein Graus. Hat der mein Kamel gesehen? Nein. Hier war ich gerade, ne? Glaube ich. Das ist natürlich eine unsichtbare Wand. Natürlich, natürlich. Jetzt läuft es wieder fluffig. Wunderbar. Wo ist denn der Vogel? Es ist natürlich... Es ist ein bisschen albern, dass es hier quasi nicht... Dass es hier quasi... dass man hier quasi erstmal suchen muss. Weil wenn man so ehrlich ist, das hätte man auch vermeiden können. War jetzt wirklich nicht nötig. Ich sage doch, du bist verhaftet. Halt! Versuch nicht. Hinter dem Hotel zum glücklichen Gast wurde ein Erbarmen! Okay, also... Ah, da ist er. Hi. Beim Kino steht eine Telefonzelle, die außer Betrieb ist. Ich habe da ein Päckchen für Sie deponiert. Die Kombination ist 32, 46, 27. Viel Glück. Herzlichen Dank. Beim Kino, da waren wir doch eben schon. Also im Moment sind die Missionen hier ein bisschen seltsam im Sinne von, man wird... Mit erhobenen Händen raus. Ja, ja. Man wird sehr viel halt durch die Gegend geschickt. Auf einer Map. Also im Prinzip, es wird... Bleiben! Sofort! Hi. Es wird versucht, ein bisschen Map-Recycling zu machen hier. Ey, das ist unglaublich. Die Leute, wie wenig konsequent die mich verfolgen. Mit dieser Alkohol hier überall, ist ja schlimm. Die Gegend ist doch schon warm genug hier. Beim Kino, wo waren wir denn beim Kino? War das hier hinten? Das sieht nach Kino aus. Telefonzelle 32, 45, 27, irgendwas in dem Bereich. Ich seh dich! Siehst du gar nicht? Ich seh mich nicht mal selber. Ich seh dich. Ups. Komm mit erhobenen Händen raus. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das bisschen raus, wie man hier nicht entdeckt wird. Wo oder wie zumindest nicht gehauen wird. Entdeckt werden die ganze Zeit, aber nicht gehauen zumindest. Na, man muss halt gucken, wen man quasi ärgern kann und wen nicht. Und dann ist alles gut. Wie schnell die von mir ablassen. Als ob denen langweilig wäre. Hier, die hat keine Karte in der Hand, das ist schon mal gut. Kein Plakat, das heißt, sie weiß auch nicht, dass wir gesucht werden. Telefonzelle? Ach, da. So. Das bin ich beim Kino. Hi. Hallo, ich würde gerne rein. Oh. Agentin Archer, die böse Allianz hat ihr Hauptquartier in dem alten Kino gegenüber. Oh, was? Wie unerwartet. Ich nehme an, es passt genau zu ihrem theatralischen, übermäßig dramatischen Modus operandi. Ich könnte mir eine Gebäudeskizze beschaffen, die einige Punkte angibt, auf denen Sprengladungen den größten Gebäudeschaden anrichten würden. Sprengstoff müssen sie am Einsatzort suchen. Geil. Ha, ich breche da mal kurz ein und ich hoffe, dass da Sprengstoff ist, damit ich den ganzen Laden sprengen kann. Ansonsten hätte ich Pech. PS, Santa hat ihnen dieses Paket geschickt. Kamal sagt mir, dass Santa ihnen das geschickt hat, okay?
Okay, unten im Boilerraum oder zumindest im Heizkessel irgendwas. Okay. An verschiedenen Stellen. Einigen wir uns auf. Ich habe 2000 Punkte. Sehr gut. Das Hauptquartier der bösen Allianz infiltrieren. Ich habe 2000 Punkte. Treffsicherheit. Ja, nee. Getragen. Ja, nee. Panzerung. Ja, nee. Können. Erhöht den Schaden, den sie anrichten. Warte mal, was dann betrifft. Achso, das ist was anderes. Reduziert die Zeit, die sie zum Nachladen und Waffenwechseln benötigen. Nee. Geräte. Durchsuchen. Ich hätte das hier gerne gehört, glaube ich, oder? Gründlichkeit 400%. Ich spare nochmal. Das ist zwar alles ganz nett, aber so richtig super toll finde ich das gerade mal spontan nicht. Ansonsten natürlich hier auch, ne? Die Tarnung, wenn wir damit mal irgendwie 4000 Punkte zusammenkriegen sollten. Das wäre natürlich der Oberburner. Da könnte ich die ganze Zeit durch die Gegend rennen und es würde genau nichts passieren. Ach, guck mal. An Miss Lala Faguera. 14 Pulmen. Lala, ich mache mir solche Sorgen. Dein Vater möchte immer noch seinen Kopf durchsetzen und dich mit einem anderen Mann verheiraten. Wir müssen bald durchbrennen. Alles Liebe, Prem. War das jetzt wichtig? Ich meine, das waren eigentlich ein ziemlich... Es war ein Zettel, der sonst eher geheim wäre. Kann ich jetzt das Schloss knacken? Ich habe jetzt... Ja, ich habe jetzt den Knacker hier dabei. Oder einen Schweißer vielmehr. Okay, das geht super. Das haben wir bekommen, alles klar. Ganz schön schweißtreibende Arbeit hier. So. Ich weiß nicht, ob man damit Leuten schaden kann. Das geht leider nicht, schade. Das Kapitel ist immer noch das gleiche, oder? Nee, Kapitel 7, doch, genau. Das ist einigermaßen lang. Interessant. Dafür, dass Kapitel 6 so kurz war. Gut, das 5. war auch sehr lang. An Co-Team-Chef Matu von Teammitglied Vijay. Sir, ich möchte mit dem gebotenen Respekt vorschlagen, dass wir Operation Venkatachalapachi umbenennen. Die Leute verwechseln es mit Operation Velatachalapati. Es ist demoralisierend, mit diesem schändlichen Vorfall verwechselt zu werden. Wir schlagen einen neuen Namen vor, Operation Shatki. Klingt das nicht gut, ja. Gefällt mir gut, so ganz spontan. Kann ich zumindest besser aussprechen. Hast du einen blauen Umschlag gesehen? Nein, warum? Nur so. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Natürlich, einfach so. Entweder erinnere ich mich, dass ich hier schon mal hier gewesen bin, oder ich bilde mir das ein. Wir haben noch einmal keine Spritze hier. Hier meine Britzelkanone haben hier. Ich will nämlich gerne Leute betäuben. Ich fand das super in Mission 5. Oder Kapitel 5. Den der Boss dir gegeben hat? Was? Oh ja, das hat er wohl. Hab ich nicht gesehen. Ist irgendwas Verdächtiges vorgefallen? Nö, alles gut. Ist da jemand? Nö. Ich hol besser Hilfe. Nö, hi. Ich kann es kaum erwarten, dich... Nö, ich bin tot. Was? Ich versuche mal hier irgendwie runterzukommen. Eigentlich nicht, aber ich sollte ihn wohl lieber finden. Ob der Sprengstoff in dem Schrank ist? Schreckliche Schauspieler und die Spezialeffekte. Das Blut sah wie rote Farbe aus. Es war arterielles Blut. Das ist heller, weil es mehr Sauerstoff enthält. Und überhaupt, warum kritisierst du Filme, die dir gefallen? Ich gebe auf. Also ich kann auch rumschießen, ne? Das ist kein Problem. Ah, ich will nicht. Oh, ich will doch rumschießen. Hallo? Mir machst du keiner?
bin der Mörder. Jetzt hab ich das, du. Ist natürlich ein bisschen langweilig so, ne? Schleichen ist natürlich cooler. Ach, der rollt immer noch. Geil. Wir können den Rest wieder heimlich machen. Ich muss nur mal kurz die Leute entsorgen hier. Einer dahin. Einer dahin. Es darf nur keiner zufällig in den Raum reinlaufen. Das wäre dann sehr ekelhaft für den. Oder sehr unschön. Die anderen oben machen wir ordentlich. So. Das ist sehr verdächtig. Du bist verdächtig. An Teammitglied Vijay von Kotev Team Matu. Vijay, ich kann nicht glauben, dass Sie das jetzt vorschlagen. Das Marketing hat Operation Venkatachala Party bereits gebilligt. Wissen Sie, was für ein Aufwand es ist, einen neuen Namen zu wählen? Ich kann nichts versprechen. Schön, dass das Papier unten so ein gebrochenes Herz hatte. Als Design. Ah! Huiuiui! Bald ist wirklich niemand mehr da. Vor allem, was ist jetzt genau verdächtig? Habe ich Betäubungspfeile? Nein, schade. Das hätte ich sehr gerne benutzt. Ich muss die Banane nochmal ordentlich schmeißen. Ja, okay, hier wollte ich vorhin hinflüchten. Diese Sprengkörper sind für die große... Ne, da unten ist das gebrochene Herz. Sie sind für die große Operation am nächsten Donnerstag. Sorgen Sie dafür, dass Sie im geheimen Filmtresor angeschlossen werden. Wo Sie sicher aufgehoben sind, natürlich. Funktioniert super. Ganz fantastisch eingeschlossen. Genau so funktioniert einschließen. Giftpfeil. Was macht das? Kann ich da hoch? Nee. Was habe ich davon? Wahrscheinlich, wenn man komplett heimlich spielt, hätte man da irgendwas mitmachen können. Da ist ein Buch mit Infos. Oder ist es mit Infos? Nee, nix. Schade. Ach. Alles klar. Zyanid? Also hier durchrennen und alles kaputt schießen, ich meine, man merkt, es geht. Es ist halt sehr viel einfacher, ne? Sind wir mal so ehrlich. Wir haben ja keine Aufgabe von wegen, wir dürfen keinen Krawall machen. Es ist halt einfacher. Sprengladung im geheimen Filmtresor des bösen Allianz anbringen, optional. Warum ist das optional? Den Tresor des Managers ausräumen, dann muss ich erstmal hinfinden. Hi. Okay. Ausrauben können wir den nicht, ne? Hi. Entschuldigung. Jetzt gibt's Ärger! Ich hoffe nicht. Ich suche förmlich darum, Projekt Venkatachalam, Projekt. Sie müssen zugeben, dass ich das. So. Ich schalte einfach das Licht an mit Verstärkung. Hallo? Das ist nichts. Das ist doch kein Schlafplatz hier. Das fand ich jetzt lustig. So. Au, au, au. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Hallo? Problem ist, da werden gleich noch weitere kommen. Sehr wahrscheinlich. Schlafgasgranate. Oh. Ach, wir sind jetzt im Eingangsbereich. Ja. Da will ich gerade mal nicht rein. Ich sollte die Leiche vielleicht nicht unbedingt da liegen lassen. Nur eine Idee. Ich
Ich würde ja gerne ohne, also mit weniger Gewalt spielen. Im Moment ist tatsächlich sehr viel, was ich hier tue. Das finde ich eigentlich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ah, eine Münze. Ja, toll. Ha. Ist hier jemand? Das wäre lustig, wenn hier jemand sitzt. Oh, ach, nur Munition. Explosivpfeil. Was ist das denn hier? Achso, ich kann trotzdem keine Sachen ändern hier. Ich kann gerade mal keine Pfeile ändern. Wie viel Schuss wir hier haben. Muss hier gerade jemand, hallo? Huh. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Ziele sind. Das ist eindeutig das Männerklo. Man sieht es an diesen modernen Handwaschbecken. Ich glaube, hier ist einfach niemand mehr, kann das sein? Oder fast niemand. Ist natürlich ein bisschen lame in dem Sinne, das halt so zu zerstören, hier den ganzen Krams. Ich muss nach oben. Aber was soll's? Ist hier echt niemand mehr jetzt? Doch, da ist noch jemand. Hi. Langsam mache ich mir Sorgen. Jetzt wirst du leiden. Ja, aber warum denn? Ich mache doch nichts. Wir können einen überleben lassen. Okay, von hier komme ich hier nicht hin, verdammt. Du wirst doch bereuen, dass du dich anmachst. Ich mache überhaupt niemanden an. Sieht man doch, ich bin doch kein... Ich mache doch keinen Salatdressing hier. Ja, Entschuldigung. Bald sind alle tot hier. Machen wir's so. Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Ja, das ist toll. Heiß Geruckel. Wir haben noch eine Schlafgranate hier. Zumindest einer darf mal pennen. Die Dunkelheit wird dich auch nicht schützen. So, einen haben wir nicht umgebracht, ja. Geht. Möge Ganeshas heilige Axt ihren linken kleinen Finger abpacken. Haben Sie dort noch nie von Shakti Cola gehört? Dass wir, die würden uns mit Vergnügen einen Urheberrechtsprozess reinfügen. Wir haben unser Budget bereits überzogen. Ihr Gesuch ist abgelehnt. Punkt um. Das ist schön, wie sie alle hier miteinander nett und freundlich sind. Und der eine hier, wenn er wieder aufwacht, der wird nicht glücklich sein, dass alle seine Kumpels tot sind. Sind wir so ehrlich. Ah, das Level ist cool. Ach, da unten ist noch jemand. Das Level gefällt mir. Es ist halt nur ein bisschen tödlich. Ich habe keine Rüstung mehr. Wohlan, mein Freund. Einmal mehr hat die Marketingabteilung bewiesen, wie wertlos sie ist. Es bleibt bei Projekt Venker. Ihr wisst, wie das heißt. Irgendwas mit Venkal-Geschichten. Venka Schakalaka. Wir haben lediglich zwei Namen gefunden, mit denen es Probleme geben könnte. Einer ist eine kleine Papaya-Plantage, der andere ein Nagetier-Entsorgungsservice. Wir glauben, die Unterschiede dazu sind so eindeutig, dass es keine Probleme mit dem Markenzeichen bzw. Namen geben dürfte. Gesamtkosten der Suche 10.000 Rupien. Die haben auch Probleme hier, ne? Mal ganz ehrlich. Jeder braucht ein Hobby, aber das hier? Bisschen übertrieben. Der wird denken, dass er weiterhin träumt, wenn er aufwacht. Alle tot. Und, gut, der Laden fliegt in die Luft. Aber wo habe ich denn jetzt dann noch... Wo muss ich dann noch Sprengstoff an Eumel? Den gibt's Eumel, hi. Also in dem Sinne ist gerade mal das Spiel nicht schwer. Sagen wir's mal so. Ah. Aber wo sind denn jetzt die ganzen... Ach, da kann ich hoch. Ah, ist ja. Ich habe zwei Stück angebracht. Tresor des Managers ausräumen. Wo ist denn der? Sprengladung anstelle 1 anbringen. Geheimen Filmtresor. Wo ist der geheime Filmtresor? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Hoffentlich.
Was ist los? Nichts. Alles hasta gut. Hasta la vista, Baby. Ich finde dich. Ehrenwort. Okay, einer ist tatsächlich, ein anderer überlebt tatsächlich auch noch gerade. Jetzt wirst du leiden. Nein. Ach, sie sieht mich. Ja, ja, ist ja gut. Der geheime Filmtresor. Ich renne einfach mal weg, ne? Kann man hier raus? Nö. Ist der im Keller?